Und willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich glaube, dass die Clan-Spiele immer noch eröffnet sind, aber ich habe diese eine Challenge nicht geschafft, weil... Ja, hätte nicht sollen sein, sagen wir es mal so. Ja, ist aber gar kein Problem, ist gar kein Problem. Denn es ist der Klarkrieg natürlich wieder mal... Oh, der ist vorbei und wir haben verloren. Schön, schön, schön. So muss das sein. Nee, wir suchen uns heute noch weitere Challenges aus und gucken mal, dass wir... Ja, das Level der Clanspielmission auf die 5 bringen. Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. 2 Tage haben wir noch insgesamt Zeit. Ah! Was gibt's denn hier so Schönes? Zerstöre 3-mal einen Altar der Bogi-Schwestes in Mehrspielerkämpfen. Okay. Wenn es nichts weiteres ist, dann soll das kein Problem sein. Hm. Gibt aber auch nur 50 Punkte. Zwei oder Zerstörung, das können wir heute auf jeden Fall probieren. Wow, was ist denn da los? 500.000 Gold, das machen wir. Das gibt nämlich einigermaßen an Loot. Okay, ich habe mich wieder mal irgendwie angemeldet, obwohl ich schon längst angemeldet war. Was ist denn wieder da los gewesen? Ich habe keine Ahnung. Wow. Das hat mich jetzt gerade wieder ein bisschen irritiert, weil ich dachte, oh fuck. Jetzt kommen die E-Mail-Adressen ans Tageslicht, die gar nicht ans Tageslicht kommen sollen, weil jedes Mal, wenn Google Play Spiele sich öffnet, werden für gewöhnlich auch immer die E-Mail-Adressen angezeigt, die hier auf diesem Gerät halt drauf sind. Und, naja. Es wäre nicht so geil gewesen. Sagen wir es so, ja. Okay, ich denke mal, da ist das meiste in den Sammlern drin. AKA, wir können hier auf jeden Fall reingehen. Weil so wenig Loot ist das gar nicht. Und das probieren wir auch direkt mal aus, ja. Und hoffen, dass es cool wird. Wo sind denn die meisten Goldminen? Die sind hier verteilt. Okay, dann gehen wir nach oben. Ist doch, wie gesagt, alles kein Problem. Ich dachte jetzt ganz kurz, ich hätte das Jingle für die gegnerische Clanburg gehört. Oh mein Gott, wäre das Umbringen gewesen. Heieiei. Also das hätte aber auch dann, das hätte böse ausgehen können hier. Oh, 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 ja. So, die Frage ist, wann setzen wir jetzt den Wut ein? Ich würde sagen, erstmal heilen wir. Und jetzt machen wir das mal mit dem Wut. Ne? Der eine Stern wird trotz des Wutes eng. Oder trotz der Wut eng. Aber scheiß drauf, denn ich bin Wuteng. Oh. Ja, wieder ein cooler Wortspiel. Cool. Dankeschön. Ich habe mich natürlich vorsorglich darum gekümmert, dass das ein gutes Wortspiel wird. Ja. So, komm, ey, jetzt schlacht die andere Bubi-Königin ab. Komm schon. Also goldmäßig sieht gut aus. Elixier könnte höher sein, aber da bin ich natürlich drauf und dran, dass natürlich... jetzt zu schaffen. Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Bringen die Erdbebenzauber was bei den Sammlern? Nein, oder? Doch, ganz bisschen was. Cool. Okay, jetzt wird Feierabend sein. Und bye. 250.000, ja. Die Hälfte haben wir geschafft. Und... Für den Fall der Fälle nehme ich noch mal die Helden mit, weil wenn es nicht klappen sollte, dann umbringen. Wenn es nicht klappen sollte, dann noch weiter Loot zu holen in Sachen Gold, dann umbringen. Ja. Übrigens, habe ich es euch schon mal erzählt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber, jetzt ganz wichtig hier, Brudingos, zuhören. Und zwar, ihr wisst ja, ich hatte in den letzten Tagen, Wochen immer mal wieder diese Probleme gehabt. Von wegen, ja, dass mein Tablet sich von der Capture Card getrennt hat. Dann gab es ganz kurz einen Verbindungsabbruch.
Ja, und das war nicht so geil. Jetzt aber... Ich habe mir nämlich ein neues Mini-HDMI-to-HDMI-Kabel gekauft. Das alte war nämlich nicht mehr so ganz frisch. Wie man, wie gesagt, gesehen hat. Das sollte man gesehen haben. Und ja, jetzt wie gesagt... läuft das Ganze wieder. Ich habe mir nämlich ein neues Mini-HDMI-to-HDMI-Kabel gekauft. Und jetzt sollte eigentlich Qualität... in Sachen... Capture Card... und natürlich in Sachen... Was machen wir jetzt? Oh, heilen. Hm. Heieiei. Jetzt sollte die Qualität wieder besser sein. Also Qualität im Sinne von, es wird keinen Verbindungsabbruch mehr geben. Es sei denn, auch dieses Mini-HDMI-to-HDMI-Kabel geht irgendwann Schrott. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehen möchte. Aber ja. So, hoffen wir, dass es gereicht hat. Müsste aber eigentlich. Ja, schön. Und das war leckerer Loot, Alter. Das war lecker. Da kann man sich die Finger wund lecken. Lol. Wir sind auf Platz 8. Cool. Können uns aber wieder auf Platz 4 schleichen. Und zwar indem wir jetzt nämlich, wie gesagt, hier diese 15 Sterne in Duellen. Das kriegen wir nicht. Oder? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Da gehe ich lieber hier auf die Zerstörung drauf. Wisst, das wäre geil, wenn man multiple Aufgaben machen kann. Im Sinne von... mehrere Clanspiele halt, ne? Einmal diese Aufgabe und dann noch diese Aufgabe, dass man kombinieren kann. Sodass du beide Aufgaben... simultan erledigen kannst. Das wäre so cool. Aber das ist uns leider nicht vergönnt. Leider. Leider. Ja. Komm, wir machen direkt mal weiter eine Mauer. Hallo, Herr Mauer! Hallo. So, und dann? Ja, auf ins Nachtdorf. Let's go. Habe ich die Aufgabe gestartet? Nein, habe ich nicht. Wie dumm kann er nur sein? Naja, ich kann echt keine weiteren Aufgaben starten. Das ist doof. Aber okay. Ist in Ordnung. Oder? Okay, das könnte easy werden. Und zwar, indem wir nämlich hier oben mit der Kampfmaschine lang gehen. Ich will immer der Kampfmaschine irgendwas dahinter sagen. Aber dann fällt mir auf, es ist ja ein Femininum hier. Eigentlich... Scheiße. Ah, das war richtig schön verschenkt. So, aber natürlich hier ganz wichtig zum Boogie-Turm gehen und darauf hoffen, dass die Bomber jetzt vielleicht auch mal die Mauer da hinten aufreißen. Das macht doch mal. Los jetzt! Die wollen nicht, ne? Hauptsache noch ein Stern. So, ich denke mal, dass wir diese 200 Zerstörung innerhalb von 4 Kämpfen erreichen. Ding, ding, ding. Naja, gut.
Da ist die Frage. Da kam gerade eben noch eine Aufgabe dazu. Kann das sein? Zerstöre zwei Kracher. Das können wir direkt danach machen. Direkt hinterher. Direkt die Aufgabe hinterher setzen. Ich will meinen Platz 4 verteidigen. Ich werde ihn nicht kampflos aufgeben. Jawohl. Auch wenn ich euch sagen kann, dass ich wahrscheinlich... also wir haben heute den 2. Februar, das ist der Freitag. Und ich werde wahrscheinlich am 3. und 4. Februar, also Samstag und Sonntag, nicht online kommen. Dementsprechend kann ich auch keine Clan-Spielpunkte sammeln. Na? Warum ist das so? Weil ich zu Kevin und zu... Ja, weil ich zu Kevin fahre, mit Mario zusammen. Und dann haben wir diesem Wochenende wieder relativ viel Spaß. Wir werden übrigens auch in ein Asia-Buffet gehen. Ich habe schon so Bock drauf, ne? Klar, das ist natürlich vegetarisch etwas schwer, sich dort kulinarisch zu ernähren. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir da nicht vor Probleme gestellt werden. Ist ja wohl ganz klar. Ich bin einfach mal zuversichtlich, dass wir dahingehend... was zwischen die Kiemen kriegen. Nein. Ah, wie die Meistertür schon fast kaputt gewesen ist. Ah, das ist Gönnung, das ist Gönnung. Ja, gerade asiatisch, da gibt es halt nicht so viel vegetarische Vielfalt. Aber ich werde mal schauen. So, ansonsten esse ich halt nur asiatische Nudeln mit ganz viel Gemüse drin. Wobei, vielleicht gibt es ja auch irgendwie frittiertes vegetarisches Zeug. Vielleicht frittieren die auch irgendwas Vegetarisches, weil, wisst ihr, das letzte Mal in einem Asia-Buffet war ich vor 4 Jahren. Das war kurz nach meinem Abi. Vor circa 4 Jahren, ne? Und da habe ich mich halt so vollgestopft mit diesem, ja, ich will nicht Schnitzel sagen, aber es hat halt wie Schnitzel geschmeckt. Es war halt so paniertes, frittiertes, Putenfleisch, glaube ich. Und wenn ich ansatzweise irgendwas in dieser Richtung bekommen würde, wäre geil. Würde ich voll celebraten. Jawohl. Das wäre, wie ich öfters zu sagen pflege, cool je. Cool je. Oh mein Gott, Alter, wie wir alles kaputt gehauen haben. Lol. 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 Was weiß ich, was es da vegetarisch gibt. Keine Ahnung, Tofu zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da Tofu am Start haben. Und das dann irgendwie gebraten oder frittiert oder was weiß ich. Ich gucke mal. Ich werde mich da rumfragen. Auch wenn es wahrscheinlich Kevin triggern wird, von wegen so, ach Kai, ey, halt doch die Schnauze. Jetzt ist Fleisch. Sei mal nicht so schwul und halt die Fresse. So wie er es immer sagt. Die Sau! Ja, wisst ihr, wenn man halt mit Kevin und Mario unterwegs ist und die beiden essen halt Fleisch und du als Einziger halt vegetarisch, es ist schon ein bisschen... Na, man fühlt sich so ausgeschlossen. Ne, gerade wenn die Jungs dann irgendwie nach Burger King fahren oder dort essen wollen. Und es gibt halt keine vegetarischen Burger, gibt es nicht. Und in solchen Momenten denke ich mir echt manchmal, ach, scheiß doch drauf, so. Scheiß doch drauf. Dann nimmst du dir halt jetzt mal wieder einen Whopper in die Hand. Aber nein. Mein Kodex verbietet es. Wobei ich halt echt unsicher bin, ob ich in diesem Jahr noch weiter Vegetarier bleibe oder ob ich das irgendwann quitte. Boah. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Mein Gefühl sagt mir, mein Gedankengang sagt mir nein. Da stehe ich einfach nicht hinter. Aber, es wäre halt...
Ich hätte halt nicht so Probleme, immer auf die Verpackungen zu schauen oder auf die Inhaltsstoffe eines Lebensmittels. Da hätte ich halt deutlich weniger Probleme hier. Ich weiß jetzt auch nicht, dass das größte Problem ist, ne? Man kriegt es schon hin. Vegetarier sein ist nicht unmöglich. Man bekommt das schon irgendwie. Man bekommt das schon. Man überlebt es. Lol. Lol. Krass, Alter. Geiles Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so gut recken können. Die alte Sau. Aber 87%. Na, ob der das toppen kann. Wahrscheinlich macht er wieder diese Nachthexen-Taktik. Die Nachthexen, wer kennt's? Liken, wer es kennt. Ich wette leider die meisten. Ja, aber irgendwie, ich verliere immer gegen Leute, die ihre Nachthexen-Taktik haben. Ding, ding, ding. So, und jetzt noch zwei Kracher oder was? Jawohl. Let's go. Und man muss sagen, da sind wir wieder mal auf Platz. Auf Platz 4, meine Fräuleins. Ja. Aber es ist halt kein großer Abstand zu den anderen, ne? Absolut nicht. Was kam da gerade als Challenge dazu? Wieder die Gold-Challenge. Ja, das ist ja echt variativ hier. Ist das ein richtiges Wort für Variation? Ich weiß es nicht. Und jetzt wird er mal fertig. Ja. Ist halt auch ein Siebener, ne? Muss man nichts zu sagen, oder? Ist halt auch ein Siebener. Gut, da wir uns jetzt hier auf die Krache fokussieren. Gehen wir auch mal über rechts lang. Komm, reiß die Wand auf da hinten. Ja, ja, und jetzt rennt er hin. Jetzt rennt er schon hin. Renn doch zum Kracher, du Sau. Nice HD. Na, aber zum anderen Kracher kommen wir sicherlich nicht mehr. Müssten wir halt irgendwie in den nächsten Kämpfen noch gucken. Wie viel Boost haben wir denn noch? Na toll, ist vorbei. Schön. Wie lange geht die Challenge? Bestimmt 15 Minuten oder so. Ach nee, wir müssen nur zwei zerstören. Ich dachte, das wären vier. Ach so. Ja gut, dann können wir es doch noch schaffen. Ich beende mal die Ausbildung hier. Komm, ey, ich bin momentan. Ich schleudere das Elixier gerade so raus. Oder die Gems gerade so raus. Es tut mir wirklich leid. Ja, aber ich will halt. Den größtmöglichen Erfolg hier haben, ne? Los, Mauerbrecher. Haut die Wand an. Scheiß die Wand an. Oh Gott, ey. Komm, ey. Lass es klappen, Mann. Wenigstens einen Dreckskracher. Komm schon. Ja, ist er auf einem guten Weg? Ja, ist er auf einem guten Weg? Ja, ist er auf einem guten Weg? Ja, auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg. Ja, Mensch. Ich habe nur 30%, aber es ist mir egal. Hauptsache, ich habe die Challenge fertig. Ding, ding, ding. Ja, das war doch schön. Perfekt. Und damit hätten wir jetzt 870. Hatten wir gerade eben nicht auch 870 gehabt? Komisch. Naja, also ihr seht, oh,
meine Fresse, ey. So, Stufe 7 wäre so geil, wenn wir das bekommen könnten. Aber das wären 50.000, das kriegen wir niemals hin. Ja. Dann lieber die 5 erreichen, wieder mit den Büchern. Das würde ich sehr, sehr celebraten und feiern und cool finden. So, wir haben heute aber sternemäßig nicht viel erreicht oder generell lootmäßig. Ja, passiert. Wenn man sich halt auf diese Challenges konzentriert, dann ist das halt eben so. Macht's gut, haut rein und bye!